Wir setzen damit in der Beratung beim Tagesordnungspunkt 9.1 von Haushaltsmitteln Innovationsbudget. Hier beginnt in der Fraktionsrunde die Fraktion Die Linke. Herr Kiesling. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich schaue ein bisschen zurück in die Historie dieser Vorlage. Wir erinnern uns, dass nach einem jahrelangen intensiven Prozess im letzten Jahr die Fusion von Drewag und Enso zur Sachsenenergie gelungen ist. Dieser Prozess war wirklich sehr, sehr lang. Ich denke, 2 oder 3 Jahre haben wir mindestens intensiv diskutiert. Vorher die sozusagen Fragen innerhalb der Gesellschaften, dann die Gremiendurchläufe in den Aufsichtsräten der entsprechenden Gesellschaften, die alle daran beteiligt waren, dann die Stadtratsgremien. Und dann am 10. November wurde hier diese Fusion beschlossen, 10. November des letzten Jahres. Auf den letzten Metern dieses langen Prozesses, ganz kurz bevor es eigentlich zu Ende war, nämlich am 22. Oktober, also gut 18 Tage vorher, hat der Oberbürgermeister hier eine Ersetzung eingebracht, eine Ergänzung eingebracht, keine Ersetzung, und hat gesagt, ich habe da noch mal 8 Millionen gefunden und ich schlage vor, die nehmen wir für Klimamaßnahmen. Eigentlich keine schlechte Idee, eigentlich eine gute Sache, wenn man in so einem Prozess auch Geld findet, aber der Stadtrat hat gesagt, nein, das ist keine gute Lösung. Denn wenn man in dieser Stadt Verständnis schaffen will für Klima, für Energiewende, für Klimafragen, dann muss man die gesamten Politikbereiche betrachten. Deswegen hat der Stadtrat damals eingegriffen in relativ großer Einigkeit und hat gesagt, nein, wir wollen diesen Sondereffekt weiter verteilen als nur für diese eine Frage. Wir wollen Verständnis in der Bevölkerung schaffen und wir wollen es auch für Sport verwenden, auch für Umweltprojekte im weiteren Sinne verwenden und auch für soziale Projekte verwenden. Er hat dabei die Grundstruktur, wie dieses Geld verteilt werden soll, im technischen Sinne weitgehend vom Oberbürgermeister übernommen. Dann sollte eine Richtlinie erarbeitet werden. Und statt einer Richtlinie, nachdem die Verwaltung lange, lange, lange dran gearbeitet hat, wieder fast ein Dreivierteljahr, ist uns jetzt eine Vorlage vorgegeben worden, bei der sich herausgestellt hat, es ist ein Webfehler drin in dem vom Oberbürgermeister vorgegebenen Prinzip, wir haben da mehr Geld und verteilen es. Und wegen dieses Webfehlers muss nun also die Frage, wo, wann, wer, wie, welche Euros ausgibt, neu gestrickt werden. Es ist jetzt nicht mehr die Energieverbund mit dem Aufsichtsrat, sondern jetzt plötzlich ist es der Stadtrat, der Geld aus dem Stadthaushalt verteilt. Stattdessen kann die Energieverbund das Geld, was dort vorhanden ist, anders verteilen und so weiter. Ich glaube, jeder, der das liest, langweilt sich am Ende, denn die Frage ist, was tun wir mit diesem Geld? Und was ist der Unterschied zur vorherigen Vorlage, insbesondere in dem Bericht des Finanzausschusses? Und da sieht man, dass insbesondere die sozialen Projekte anders definiert worden sind. Das ist auch klar, denn in der alten Struktur hätte der Aufsichtsrat, der Energieverbund entschieden und nach Richtlinien wären Anträge eingegangen. Und man hätte dann sagen können, das ist vielleicht die Reihenfolge und wir entscheiden uns für dieses oder für jenes Projekt. Jetzt aber soll der Sozialausschuss entscheiden auf Basis von Vorlagen des Oberbürgermeisters. Und ganz ehrlich, mein Vertrauen, dass die Vorlagen des Oberbürgermeisters genau das treffen, was der Rat will und dass dann die Kraft da ist, es wieder zu drehen, wenn es anders ist, das ist nicht sehr hoch. Und deswegen hat der Finanzausschuss auf den Vorschlag der Linken hin, insbesondere den Bereich der sozialen Projekte, etwas genauer definiert. Und zwar so, dass auch der Geist der Innovation dabei bleibt. Ich will auf die beiden größten Posten hinweisen, die wir dort näher bestimmt haben. Wir haben zum einen gesagt, dass 900.000 Euro zur Verfügung gestellt werden sollen für modellhafte Projekte im Bereich der sozialräumlichen Vernetzung. Das ist schon lange ein Thema in dieser Stadt, sozialräumliche Vernetzung. Wir haben zum Beispiel Beschlüsse gefasst für Stadtteilkultureinrichtungen und uns gefragt, was können die im Sozialraum tun. Wir hatten im jugendhilflichen Bereich erhebliche Diskussionen darüber und legen dort erst jetzt einen Beschluss vor oder werden erst jetzt beschließen, was das genau fachlich an dieser Stelle bedeutet. Und eigentlich gehört im Sozialamt die Koordination dieser sozialräumlichen Betrachtungsweisen hin. Das ist der richtige Ort dafür, denn das Sozialamt hat die Verantwortung für alles Soziale im weitesten Sinne. Dort also modellhaft neue Projekte, da muss es einen Förderaufruf geben. Und das Zweite ist eine ebenfalls relativ hohe Summe, über 400.000 für Kinder- und Jugendbeteiligung, die dieser Stadtrat hat.
mit großer Übereinstimmung gesagt, wir wollen Kinder- und Jugendbeteiligung voranbringen. Die Gemeindeordnung sagt, die Gemeinden sollen dafür sozusagen Verfahren erarbeiten, die gut sind, die auch funktionieren. Und Dresden wankt hinterher und die Kinderbeauftragte hat bis heute kein eigenes Budget. Und deswegen sagen wir, dort muss etwas hin, dort muss die Stadt ihre Aufgabe aus der Gemeindeordnung heraus erfüllen und erproben können, was gute, innovative Verfahren sind. Beides innovative soziale Aufgaben, die hier auf Anregung der Linken eingefügt worden sind. Dafür danke ich dem Finanzausschuss und allen, die es dort unterstützt haben und hoffe auf ein gutes Gelingen. Vielen Dank, Herr Kiesling. In der Fraktionsrunde SPD-Fraktion, kein Bedarf. FDP-Fraktion, Herr Blödner. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Umverteilung der Haushaltsmittel. Zuerst ist es ja eher eine formale Änderung und Folge der letzten Haushaltsänderung. Vor gut einem Jahr haben wir die Verteilung der 10 Millionen oder 8 Millionen innerhalb der TWD-Gewinne oder der Fusionsgewinne beschlossen, wo es eigentlich nicht hingehörte in den Aufsichtsrat. Das ist eigentlich eine ursächliche Sache, die wir hier im Stadtrat und im städtischen Haushalt machen sollten. Wir hatten das damals als FDP-Fraktion schon deutlich kritisiert, weil das einfach ein Nebenhaushalt ist, der dort nichts zu suchen hat. Es gehört regulär her und dass der jetzige Antrag tut genau das. Da hat auch jetzt die Stadtverwaltung festgestellt, dass das im Aufsichtsrat bzw. in den städtischen Unternehmen doch alles etwas komplizierter ist, als es sein sollte. Und letzten Endes wird es quasi jetzt wieder formal getauscht mit dem damals neuen Sachsenbad, wo wir die Fördermittel beschlossen haben, die jetzt bei der TWD landen und stattdessen dieses Budget wieder zurück in den Haushalt holen. Das macht die Vorlage als solches, das ist formal erstmal alles richtig. Also Punkte 1, 2 und 4 hat unsere volle Zustimmung. Über die Verteilung dessen, wie das Ganze verteilt wird, das kann man dann streiten. Das war damals ein Kompromiss zwischen Grüne, Linke, SPD und CDU. Wir waren damals nicht beteiligt, hatten da keine Aktien dran. Das kann man so machen, muss man nicht, kann man auch durchaus ernsthaft über den Vorschlag der Freien Wähler diskutieren, das Ganze stattdessen für das Blaue Wunder, für die Sanierung mitzunehmen, das Geld. Den linken Antrag würden wir auf jeden Fall erstmal ablehnen, weil letzten Endes sollte man es dann, wenn man das so verteilt wie bei Umwelt und Sport machen, dass es dann wenigstens im Ausschuss nochmal ausführlich diskutiert wird und dann erst hinterher zu einer Entscheidung geht. Das heißt für uns die ursprünglichen Punkte 1, 2 und 4, volle Zustimmung. Punkt 3 sind wir gerade noch am Diskutieren, was da wie am sinnvollsten ist mit den Geldern. Das ist relativ frei, aber scheint es ja die Mehrheit zwischen den anderen vier Fraktionen zu geben. Dankeschön. Vielen Dank für die Dissidenten. Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen draußen im Netz und hier im Saal. Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen, die mich bei diesem Vorgang traurig machen, aber auch ein Stück weit kämpferisch machen. Das erste ist, alles fing ja damit an, dass 10 Millionen Euro bei der Fusion von der Drewag dann zur Sachsenenergie für Energiemaßnahmen ausgegeben werden sollten, für die Erzeugung von Wärme und Strom, die nicht, also heute noch nicht rentierlich sind, wo man also drauf zahlt, wo man aber in kurzer Zeit mittelfristig eine Innovation, eine Steigerung, eine Prozessverbesserung erwartet, sodass sie wirtschaftlich sind. Das wären genau die Innovationen gewesen, von denen, wir sind hier Bundestagswahl, Herr Lindner von der FDP immer redet. Und das wäre auch genau das gewesen, was ein verantwortungsbewusster und verantwortungsvoller Stadtrat hätte machen sollen, nämlich in die Dekarbonisierung unserer Energieerzeugung Geld reinzustecken. Das hat dieser Rat in seiner Weisheit nicht gewollt und stattdessen das Geld zerstückelt und für irgendetwas anderes ausgegeben. Ja, auch die anderen Sachen sind wichtig, das stimmt. Aber wenn man Geld für andere Sachen haben will, sei es jetzt für Sport oder sei es für Soziales oder sei es für irgendwas, dann nimmt man es nicht von dem sowieso schon viel zu kleinen Topf für die Rettung unserer Welt. So.
Und es macht mich sehr, sehr traurig, dass offenkundig kein Mensch hier in diesem Saal irgendwie die Tragweite und die Dramatik begreift und kein Mensch nachvollziehen kann, wieso ich mich an dieser Stelle so aufrege. Ich sagte am Anfang, ich werde zwei Aspekte benennen. Der zweite Punkt betrifft die Finanzierung jetzt von diesem Geld. Wir verfrühstücken hier in dieser Vorlage das Sachsenbad. Das Sachsenbad, wir haben zwar hier beschlossen, ganz knapp mit einer Stimme, dass es verkauft wird, aber es ist noch nicht verkauft. Im Gegenteil, ich und ein paar von den Linken, wir klagen gerade gegen Oberbürgermeister Hilbert, der gerade nicht da ist, dass wir diesen Prozess eventuell zumindest feststellen können, dass es falsch war, beziehungsweise vielleicht geht da ja noch was. Der Vertrag ist ja noch nicht unterschrieben. So, die Leiche ist noch nicht mal tot. So, und trotzdem geben wir hier die 1 Million jetzt fröhlich und freuen uns noch in der Vorlage. Ah ja, die 1 Million für das Schutzdach, was wir hätten drauf machen können, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr und die können wir gleich mitverbraten. So, das ist dann die zweite Fehlentwicklung oder Missbrauch. Ja, das erste ist, man hatte Geld für Klima und hat das Geld für was anderes genommen. Und das zweite ist, man hatte Geld, 1 Million zur Rettung eines sehr wichtigen Denkmals. Und jetzt sagt man, oh nee, das brauchen wir nicht mehr, jetzt benutzen wir es einfach mal für was anderes. Das kann man so machen, es macht mich aber traurig, es macht mich ein Stück aber auch wütend und kampffröhlich. Und ich persönlich, die Piraten, die Dissidenten, werden weiterhin für die Themen Klima und für die Themen Rettung wichtiger Denkmäler und soziale, kulturelle Nutzung derer eintreten. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Für die Freien Wähler jetzt Herr Nitsche, der auch was zum Änderungsantrag sagen wird. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe mich vorhin schon etwas gewundert, dass der Änderungsantrag gar nicht am Anfang eingebracht wird, aber ich kann das sehr gern jetzt hier in meine Worte mit einbauen. Meine Damen und Herren, wir haben es jetzt gerade schon gehört, auch Herr Schulte-Wissermann hat es nochmal wiederholt. Wir beschäftigen uns jetzt schon wieder mit der mangelhaften Umsetzung von Beschlüssen des Stadtrates. Es gibt eben keine Förderrichtlinie zum Klimaschutz, so wie sie in der Ursprungsvorlage vorgesehen gewesen ist. Wir haben dagegen gestimmt, gegen diese Vorlage, aber ich möchte schon darauf aufmerksam machen, dass halt eben an dieser Stelle wieder nicht das umgesetzt wird, was hier beschlossen worden ist. Meine Damen und Herren, wir haben heute die Möglichkeit, uns zu entscheiden zwischen der Gießkanne, der Freigabe von Mitteln zur Abarbeitung von Wunschlisten oder Investitionen in die Infrastruktur der Stadt und zur Vermeidung zukünftiger höherer Kosten. Sie wissen alle, die Sanierungskosten des Blauen Wunders scheinen exponentiell zu steigen. 2016 wurde eine Vorlage beschlossen, die sprach noch von einer 90-prozentigen Förderung. 17, 34 bis 45 Millionen wurden veranschlagt, 2020 im günstigsten Fall 90 Millionen, später dann 120 Millionen. Im Februar diesen Jahres, ich zitiere den Herrn Bürgermeister Kühn, die Gesamtkosten für die Sanierung des Blauen Wunders könnten sogar auf 160 Millionen steigen. Warum? Weil wir es halt eben nicht am Stück machen können, sondern weil wir es in Etappen machen. Und warum machen wir es in Etappen? Unter anderem, weil wir nicht so viel Geld haben, um jetzt schneller große Stücke zu machen, sondern eben weniger und das deswegen weiter nach hinten schieben. Wir alle kennen die Entwicklung der Baupreise. Die Baupreise steigen rapide, 6%, 10%. Die Stahlpreise unter anderem treiben die Kosten auf dem Bau in die Höhe. Ich habe mal ein bisschen was recherchiert. Betonstahl in Stäben im Mai diesen Jahres 44,3% teurer. Betonstahlmatten 30,4% mehr als im Mai 2020. Die Stahlpreise sind binnen des vergangenen Jahres zwischen 16 und 57,3% gestiegen. Das sollte jedem klar werden, desto länger wir mit der Sanierung warten, desto höher steigen die Kosten. Und unserer Meinung sollte man lieber in die Infrastruktur und in den Erhalt des Bestehenden investieren, als in eine Wunschliste. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel die 8 Millionen in das Blaue Wunder investieren und dort etwas schneller vorankommen, dann haben wir in einigen Jahren wesentlich mehr Geld für die Nachpflanzung von Stadtgrün, die Förderung von Sportprojekten oder die Förderung sozialer Projekte. All das, was jetzt in dem Antrag eben mit
reingeschrieben wurde von den sogenannten haushaltstragenden Fraktionen. Also wir müssen uns entscheiden, schnellstmögliche Sanierungsmaßnahmen mit dem Geld, was zur Verfügung steht, oder halt jetzt das Geld für die Wunschliste ausgeben und dann in Zukunft mit dem fehlenden Geld leben. Und deswegen meine Bitte oder meine Aufforderung an Sie alle, denken Sie nachhaltig, stimmen Sie nachhaltig, stimmen Sie für die Sanierung des Blauen Wunders, schnellere Sanierung des Blauen Wunders und stimmen Sie unserem Änderungsantrag, den Sie alle vorliegen haben, deswegen zu, die Vorlage in Punkt 3 zu ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Nitsche. Wir setzen fort mit der CDU-Fraktion. Herr Krüger. Sehr geehrter Erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, eine gute Vorlage unseres Beigeordneten für Finanzen, Personal und Recht, das sage ich hier ganz eindeutig und auch sehr, sehr deutlich, denn er kennt mich, ich kritisiere genauso gerne und deutlich, wenn ich mal mit einer Vorlage nicht einverstanden bin. Hier wird endlich etwas vollendet, was den Vollzug des letzten Doppelhaushaltes jetzt voranbringen kann. Es wird auch noch mal ganz deutlich gezeigt, woher die Mittel kommen können. Bin ich mir etwas erstaunt, werter Kollege Schulte-Wissermann, dass Sie traurig sind, das Geld, was ursprünglich für Umweltschutz oder solche Maßnahmen gedacht war, hier nicht Einzug gehalten hätten. Wenn Sie die Vorlage genau lesen, insbesondere die Beschlusspunkte unter 3, dann sehen Sie, dass da eine ganze Menge für den Umweltschutz gemacht wird. Lediglich die unter 3a genannten 2,68 Millionen, die müssen noch untersetzt werden. Alles andere ist zum Beispiel gerade im 3c, Förderung von Sportprojekten, insbesondere energetische Sanierung oder eben auch das Thema, dass wir endlich die beiden Anträge Dresden blüht oder auch das Waldpädagogische Zentrum und natürlich auch weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtgrüns, da hatten wir eben gedacht, gerade endlich mal Ersatzpflanzung für weggefallene großkronige Bäume in bestimmten Stadtquartieren zu machen. Das sind doch alles ganz konkrete Maßnahmen für den Umweltschutz. Den Kollegen von Freien Wählern, lieber Thorsten Nitsche, natürlich das Blaue Wunder. Ich glaube, da gibt es niemanden, dem dieses wichtige Bauwerk nicht am Herzen liegt. Nur, wenn es so einfach wäre, einfach mehr Geld draufpacken und dann geht es schneller. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir nicht hier in unserem Stadthaushalt über 300 Millionen Haushaltsausgabereste. Mehr Geld bedeutet nicht immer, dass etwas schneller geht. Und hier Dinge miteinander zu verweben, die nichts miteinander zu tun haben, halte ich für nicht richtig. Die CDU-Fraktion wird diesem Änderungsantrag deswegen auch nicht zustimmen. Wir stehen vollumfänglich zur Vorlage der Verwaltung und werden dieser zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Krüger. Bündnis 90 Die Grünen. Gut. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eigentlich alles gesagt worden, was man zu dem Thema sagen sollte. Auch wir lehnen den Änderungsantrag oder Ersetzungsantrag der Freien Wähler ab. Ich habe aber eine konkrete Bitte, dass bei der Abstimmung bitte der Punkt 4 separat abgestimmt wird. Danke. Vielen Dank, AfD-Fraktion. Kein Redebedarf, oder? Frau Schöps macht es vom Mikrofon hinten, bitte sehr. Ja, ich mache es auch gleich aus dem Saal. Und zwar, Sie werden überrascht sein oder auch nicht, wir werden dem Änderungsantrag der Freien Wähler zustimmen. Wir hatten ja in den Haushaltsverhandlungen und den nachfolgenden Debatten zum Thema Haushalt selbst vorgeschlagen, Gelder fürs Blaue Wunder einzustellen. Das trifft also unsere Intention. Noch ein ein paar Worte zum federführenden Ausschussbericht Finanzen. Wenn man sich den Punkt 3 anschaut, wirkt das so ein bisschen wie gemischt Warenladen. Ne? Jeder durfte sich was aussuchen und hat es dann auch bekommen. Und die Linken, die waren halt ein bisschen spät dran und haben es dann im Finanzausschuss noch schnell per Tischvorlage vorgelegt und wie Wunder auch durchbekommen.
den wir natürlich nicht zustimmen, gerade Punkt B, der ja auf Antrag der Linken geändert worden ist, das ist eine Sache, die ist an den Fachpolitikern, gerade unserer Fraktion, vorbeigelaufen und im Finanzausschuss konnten wir das nicht beurteilen und jetzt natürlich auch nicht. Also insofern sollte der Antrag der Freien Wähler keine Mehrheit finden, beantrage ich punktweise Abstimmung und zwar in der Gestalt, dass wir bei Punkt 3 die Punkte A bis D jeweils separat abstimmen und den Rest, also die Punkte 1, 2 und 4, dann können wir im Block abstimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Schöps. Das würde allerdings bedeuten, mit den vorhergehenden Anträgen, dass wir die Punkte 1 bis 2 zusammen abstimmen können, dann beim Punkt 3 die Punkte A bis D einzeln und dann im Punkt 4 einzeln. Das ist die Summe der verschiedenen Anträge. Zur Geschäftsordnung, Herr Krüger. Gut, dann machen wir eine Minute Auszeit. Gut, eine üppige Minute ist beendet. Gibt es vor der Abstimmung noch weitere Anträge? Das ist nicht der Fall. Zur Geschäftsordnung, Herr Dr. Schulte. Mit der Rede waren wir durch. War jetzt vor der Abstimmung die Auszeit, sodass wir jetzt in die Abstimmung kommen. Sie könnten hinterher noch mal eine Erklärung dann zum Abstimmungsverhalten. Also zur Geschäftsordnung. Wir haben jetzt zunächst den Änderungsantrag Freie Wähler. Soweit er keine Mehrheit findet, wird auf jeden Fall der Punkt 1 und 2 dann gemeinsam abgestimmt. Dann haben wir bei der Ziffer 3 A, B, C, D einzeln und dann den Punkt 4. Wir treten damit in das Abstimmungsverfahren ein und ich rufe zunächst auf den Änderungsantrag der Fraktion Freie Wähler. Wer stimmt diesem zu? Den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung?
Der Änderungsantrag Freie Wähler ist bei 21 Ja-Stimmen, 43 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen dann zum federführenden Ausschussbericht. Hier stimmen wir zunächst die Punkte 1 und 2 gemeinsam ab. Bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 63 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit bekommen. Ich rufe auf den Punkt 3a und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Er hat bei 42 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen, 5 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Wir stimmen nun ab über den Punkt 3b. Ich bitte um Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Dies hat bei 42 Ja-Stimmen und 23 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Ich rufe auf den Punkt 3c. Bitte um Ihr Handzeichen für die Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 63 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Ich rufe auf den Punkt 3d und bitte um Ihr Handzeichen für die Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat ebenfalls bei 63 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit bekommen. Und schlussendlich bitte ich um Abstimmung zum Punkt 4 und Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 38 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Damit ist die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 9.1 beendet. Wir hatten vereinbart, unmittelbar nach dem Punkt 9.1 den Punkt 10 zu nehmen zur Geschäftsordnung. Herr Dr. Schlüssel. Erklärung zum Abstimmungsverhalten. Ich konnte leider eben nicht noch mal vor der Abstimmung sprechen. Den Punkt 4 habe ich abgelehnt, weil der Punkt 4 ist genau das Verscherbeln des Sachsenbades. Und die Annahme des Punkts 4 bedeutet nun, dass wenn der Verkauf nicht stattfindet, das Bad auch diesen Winter kein Dach haben wird. Also von daher musste ich dagegen stimmen. Vielen Dank für die Erklärung zum Abstimmungsverhalten.